Ich möchte nun zeigen, wie wir zu einem Modell für die permanent erregte Gleichstrommaschine kommen können. Ich möchte also zeigen, wie können wir aus dem Ersatzschaltbild eine Zustandsdifferentialgleichung und gegebenenfalls eine Ausgangsgleichung ableiten, um die Gleichstrommaschine mit den regelungstechnischen Methoden der Blockschaltbildalgebra, Übertragungsfunktionen oder des Zustandsraums beschreiben zu können. Ausgangspunkt ist das Ersatzschaltbild. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben hier eine Induktivität im Ankerkreis, LA, einen Widerstand RA im Ankerkreis. Dann haben wir hier einen idealen elektromechanischen Energiewandler, den ich hier als Block M für Motor kennzeichne. Das heißt, wir haben hier diesen Wandler, der hat einen Wellenabgang. Dieser Wandler wird beschrieben durch zwei Gleichungen. Das sind die Grundgleichungen der Gleichstrommaschine, die die Klemmengrößen jetzt hier zueinander in Bezug setzen. Die Klemmengrößen seien jetzt hier elektrisch die induzierte Spannung UI und der fließende Strom IA, hier für diesen Ankerstrom. Und mechanisch sind die Klemmengrößen das Motormoment sowie die Winkelgeschwindigkeit Omega, die weggeht. Und diese beiden sind jetzt über die Grundgleichung miteinander verknüpft beim Gleichstrommotor. UI ist K phi E mal Omega mit der Motorkonstante K phi E und das Motormoment MM ist K phi E mal IA, also proportional zu dem fließenden Strom, wobei diese Konstante häufig im Datenblatt als Torque-Konstante, das heißt Drehmomentenkonstante KT zum Beispiel gekennzeichnet ist und die beiden wären gleich groß, wobei sie hier für diese Konstante zwischen induzierter Spannung und der Winkelgeschwindigkeit, die Sie häufig als Drehzahlkonstante im Datenblatt wiederfinden, aber dann in einer anderen Form bzw. mit anderen Größen. Dort geht man nämlich nicht von der Winkelgeschwindigkeit Omega aus, sondern von der Drehzahl n in Umdrehung pro Minute oder in 1000 Umdrehungen pro Minute. Deswegen hat die eine andere Einheit. Man kann sie aber umrechnen, diesen Wert KT. Das heißt, nicht wundern, wenn im Datenblatt zwei unterschiedliche Werte angegeben sind. Es handelt sich trotzdem nur um eine Konstante, zumindest in unserem vereinfachten Modell. Gut, dann haben wir hier diese mechanische Welle. Das heißt, dieser elektromechanische Energiewandler erzeugt ein Motormoment. Dort angeschlossen ist ein gesamtwirksames Trägheitsmoment. Das setzt sich zusammen aus dem Motorträgheitsmoment plus umgerechneten Lastträgheitsmomenten auf die Motorwelle bei der Motorwinkelgeschwindigkeit Omega. Und dann wirkt hier dem Motormoment entgegen ein Widerstandsmoment und gegebenenfalls hier zum Beispiel noch ein Reibungsmoment. Nennen wir das MR ist gleich D mal Omega, eine geschwindigkeitsproportionale Reibung. Elektrisch schließen wir hier die Spannung UA an und aus diesem Gebilde, diesem Ersatzschaltbild, wollen wir jetzt unser Gleichungssystem zur dynamischen Modellierung der permanent erregten Gleichstrommaschine ableiten. Die Idee dafür ist folgendes: Wir werden für diesen elektrischen Teil die Maschengleichung des Ankerkreises aufstellen. Das heißt, tatsächlich schauen wir uns diese Masche hier an, die ich jetzt einzeichne, und wir führen die Spannungsabfälle über diesen Elementen an. Wir haben hier ULA und hier URA als Spannungsabfall. Wir haben die induzierte Spannung und diese ergeben in ihrer Summe die angelegte Ankerspannung. Das heißt, UA ist gleich ULA plus URA plus UI. Und das können wir jetzt ersetzen. Die Ankerspannung ist unsere externe Größe, die wir anlegen. ULA können wir als LA mal DIA nach DT ansetzen. Falls wir vereinfacht annehmen, wir haben eine lineare Induktivität in diesem Ankerkreis. URA können wir durch das Ohmsche Gesetz ersetzen, RA mal IA. Und die induzierte Spannung können wir aus dieser Grundgleichung hier ersetzen als K phi E mal Omega. Das hier können wir jetzt umstellen nach der Spannung ULA bzw. nach dem Quotienten DIA nach DT. Dann lösen wir das auf, DIA nach DT. Dann folgt hieraus, dass wir hier minus RA durch LA mal IA haben, minus K phi E durch LA mal Omega, plus 1 durch LA mal UA. Und ich habe das jetzt bewusst schon in dieser Form aufgeschrieben. Das ergibt die erste Zeile in der vektoriellen Zustandsdifferentialgleichung, weil die eine energietragende Größe in diesem System der Ankerstrom IA sein wird. Die zweite Gleichung, die wir hier benötigen, kriegen wir aus dem Momentengleichgewicht, das ist ab mit GGW für Gleichgewicht, an der Welle. Das heißt, wir wissen, hier an dieser mechanischen Welle wirken drei Momente, ein Motormoment und dem entgegen ein Widerstandsmoment und das Reibungsmoment. Es gilt MM minus
MW minus MR ist gleich J mal d Omega nach dt, beziehungsweise eigentlich J Gesamt mal d Omega nach dt. Wenn jetzt hier das Motormoment größer ist als das Widerstands- bzw. Lastmoment und das Reibungsmoment, führt das dazu, dass wir eine Winkelgeschwindigkeitszunahme kriegen, und zwar in Richtung, in der das treibende Motormoment wirkt. So können wir die Gleichung interpretieren. Und jetzt können wir hier auch unsere Größen ersetzen. Das Motormoment hängt aufgrund der Grundgleichung zusammen, ist K phi E mal IA. Das Widerstandsmoment bleibt so. Das ist tatsächlich eine zweite Eingangsgröße MW in unserem System, das irgendwie extern hervorgerufen wird. Und wir haben ein Reibungsmoment, wo wir gesagt haben, das ist eine geschwindigkeitsproportionale Reibung, d mal Omega minus d mal Omega ist gleich J Gesamt mal d Omega nach dt. Und wir sehen, wir haben auch hier eine Differentialgleichung erster Ordnung, die wir jetzt umstellen können nach d Omega nach dt. Wir teilen also durch 1 durch J Gesamt. Und dann schreiben wir das aus, dann haben wir hier K phi E durch J Gesamt mal IA minus D durch J Gesamt mal Omega minus 1 durch J Gesamt mal MW. Und dann haben wir hier die zweite Gleichung für unsere lineare Zustandsdifferentialgleichung. Achtung, wir nehmen jetzt hier an, K phi E ist konstant und die Elemente unseres Ersatzschaltbildes sind linear. Dann haben wir hier tatsächlich bloß zwei lineare Differentialgleichungen erster Ordnung, die zusammen ein gekoppeltes System von Differentialgleichungen ergeben. Diese Gleichungen 1 und 2 bilden die Zustandsdifferentialgleichung bzw. die Vektor-DGL. Nehmen wir es einfach aufschreiben. Das dIA nach dt ist die erste Zeile. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite den Vektor unserer Zustandsgrößen IA Omega, die aber abgeleitet sind. Das heißt, auf die dieser Ableitungsoperator d nach dt wirkt. Dann haben wir hier die Systemmatrix A, die wir multiplizieren mit den Zustandsgrößen IA und Omega. Setzen wir also aus diesen beiden Gleichungen die Terme ein, die mit IA bzw. Omega multipliziert werden. Dann muss hier an die erste Stelle minus RA durch LA aus dieser oberen Gleichung, weil das mit IA dann multipliziert wird. Und hier minus K phi E durch LA in die zweite Position. Deswegen habe ich bewusst hier in diesen Gleichungen das schon so sortiert nach Termen von IA, Omega und hier UA, was dann auf der rechten Seite als Eingangsgröße wirkt. Und genauso hier zunächst IA, dann Omega und dann hier MW, weil das nämlich auch als zweite Eingangsgröße wirkt. Und die zweite Zeile schreiben wir dann hier die Komponenten aus der zweiten DGL auf. Das heißt, hier steht K phi E durch J Gesamt und hier steht minus D durch J Gesamt. Dann haben wir hier eine lineare Eingangsmatrix B, die wir multiplizieren mit einem Vektor von zwei Eingangsgrößen. Diese Eingangsgrößen sind einerseits die Ankerspannung UA und andererseits das Widerstandsmoment MW, das zum Beispiel ja zeitlich veränderlich sein kann, also hier aus systemtheoretischer Sicht eine Eingangsgröße darstellt. UA ist die Eingangsgröße, mit der wir nachher das System durch eine leistungselektronische Schaltung beeinflussen werden. Und dann sehen wir, in der ersten Zeile haben wir bloß diesen Term 1 durch LA. Hier steht also sozusagen plus 0 mal MW, deswegen an der zweiten Spalte hier eine 0. Im zweiten steht hier 0 mal UA minus 1 durch J Gesamt mal MW, also 0 minus 1 durch J Gesamt. Und dann haben wir hier diese vektorielle Zustands-DGL. Nehmen wir jetzt an, unsere Ausgangsgröße sei, wie das häufig ist, die Winkelgeschwindigkeit Omega. Dann können wir die Ausgangsgleichung angeben, die jetzt dann trivialerweise ist, Omega ist gleich 0, 1, dieser transponierte Vektor C multipliziert mit IA Omega plus 0 mal UAMW. Das heißt, unser Durchgangsmatrix mit einem Durchgangsvektor bei diesem System mit einem Ausgang ist einfach bloß 0. Und hier steht im Prinzip bloß Omega gleich Omega. Und das wäre die Ausgangsgleichung. Also bilden diese beiden Gleichungen jetzt die Zustands Raumdarstellung dieser permanent erregten Gleichstrommotors. Das heißt, auf Systemebene betrachtet haben wir Folgendes. Wir haben ein System mit zwei Eingängen, unsere Ankerspannung UA und das Widerstandsmoment MW. Wir haben hier diese inneren Zustandsgrößen IA und Omega und unsere Ausgangsgröße, weil wir jetzt nur an einer interessiert sind, sei bloß die Größe Omega. Das heißt, aus systemtheoretischer Sicht ein System mit zwei Eingängen, einem Ausgang, wenn wir uns auf diese eine Ausgangsgröße Omega beschränken, die jetzt durch diesen permanent erregten Gleichstrommotor beschrieben wird.